Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Wir müssen jetzt hier weiter diese Hydranten schließen und sind auch schon dabei. Und natürlich will der Gronkh nicht fahren, weil das ist ja alles peinlich. Jeder von uns blamiert was? Sich ja, wenn er Auto fährt. Insofern fahr ich will nur, dass du dich blamierst, wenn dir alles voll was? Steht. Weh, du fährst nur gegen. Was? Ich bin der beste Slalomfahrer der Erde. Guck mal, hier ist direkt schon der nächste Hydrant. Wir müssen arbeiten wieder. Alter. Arbeit ruft. Was war das denn? Ich bin ausgestiegen und war tot. Alter, da brennende. Oh, aua. Mann. Kopf ab. Das war ja mies. Ich bin ausgestiegen und wurde gerade beim Aussteigen getötet. Ich mach mal den Hydranten zu. Boah, die brennenden sind übel. Ah, guck mal an. Da ist wieder so ein Explodierer. Ah, machst du das? Mist, wo ist die Knarre? Ach, da. Warte, ich komm mal mit dem Auto vorbei. Oh, oh. Ah, der ist noch nicht. Doch, der ist tot. Alter, ich kann ihn nach links lenken, was soll der schon? Boah, Drecksack! Wirft er mir die Knarre in den Körper. Komm mal, Sarata fährt ohne uns weiter. Ja, nee, ich warte ja auf euch. Sehen wir schon. So, Springt rein. Super, dann geht's weiter hier. Mit ab auf die Piste. Beep, 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 beep. Oh, nein. Nimm mal mit. Ach, komm. War doch alles okay. Alles gut. Guck mal, das ist ja witzig. Ich kann jetzt aus dem Auto schießen. Geil, du kannst sie doch erschießen. Ja, das ist doch ein Hammer. Ja, wenn du die. Du kannst im Auto auch die Waffen auswählen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Dann hast du sie auch. Cool. Oh. Der Schläger, wenn du im Auto sitzt und dann deine Waffen auswählst. Pistole. Pam! Rückwärts geplättet. Und die nehmen auch hoch. Ja, es lohnt sich zwar nicht, hier jetzt irgendwie Muni zu verbrauchen, aber es ist trotzdem lustig, dass es geht. Ach cool, von hinten geht's auch. Das ist ja geil. Von hinten geht's auch. Das ist wieder so ein Spruch. Der muss gefeiert werden. Oh, schön. Komm, die will ich jetzt auch noch plätten hier, die Drecksschweine. Vor allem auch mit so einer, mit so einer Freude in der Stimme. Ach cool, von hinten geht's auch. Mach die doch mal platt, ey. Die kriegt man so schlecht aufs Korn. Fahr doch einfach weiter. Kümmere dich gar nicht um die. Da ist er. Okay. Oh, da hätten wir da abbiegen müssen. Na, zum Glück mache ich mich hier nicht zum Horst gerade. Naja, na das auch so ein bisschen. Das kann man so sehen und so sehen. Ich wollte ja einen geilen Jump drüber machen. Aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr raus hier. Nee, doch, kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen aussteigen. Einmal weiter zurück noch. Nee, kommen wir nicht. Komm ich ja nicht, da steht ja was. Du bist auch hier. Komm hierher jetzt weiter zurück. Ja, weil ich da über den Hubbel gesprungen bin. Hä? Was hält mich denn da hinten auf? Alter Schwede, jetzt hat er den Wagen tatsächlich quer gekriegt. Das nächste Mal fährst du. Ja, ich fahr jetzt schon. Vorsicht. Jetzt rückwärts, dann rückwärts. Hol den mal da raus, nee, viel nicht. Spaß. Ich geh dann zu Fuß weiter. Jetzt rückwärts. Ja, ich bin schon dabei. Ja, sehr gut, hervorragend. Ich bin hier schon gegen die am Fighten, ne? Ja, wir sind wir fahren hier mal bequem Wagen, weiter, den ne? Wagen am Retten. Oh Mann, jetzt hast du mich umgebracht. Oh Mann. Kann man dich umfahren? Wusste ich gar nicht. Ja, natürlich kannst du mich umfahren. Schön, dass ihr noch lachen könnt. 1400 verloren, das finde ich nun mal gar nicht lustig, ja? Ach doch, ich schon. Ach, ein bisschen. So, jetzt steig mal einen in den Wagen an. Nee, wir müssen hier bleiben, hier ist doch der Hydrant. Ihr seid mir welche. Ach so, ja, stimmt, hat er recht. Wo du recht hast, hast du recht. Ein Arm hat er weg. Ja. Der andere Arm ist nicht gebrochen. Vorsicht. Der schüttelt sich bestimmt gleich wieder. Ach, mache die Quest jetzt ohne euch. Das geht besser. So, das war der andere Arm. Jetzt kann Stumpi noch Kopfnüsse geben. Macht Idiot, ja hallo, Dries. Aber ohne Kopf auch kein Nüsschen. Ihr seid voll gemein, ne? Und deshalb fahre ich jetzt ohne euch. Das finde ich jetzt gar nicht mal so lustig. Komm, wir müssen hier lang, glaube ich. Hier wird uns in die Ja, komm, wir lassen Sarata alleine machen. Oh nein! Bams! Einfach drauf da! So, wir müssen hier lang. Genau. Oh, die Typen brennen. Warte, ich kann euch abholen. Nö, brauchst du nicht. Ist ja, eh so nah, so das lohnt sich auch gar nicht mit der Karre, glaube ich.
fährt er uns weg. Das fährt er wieder weg. Der Drecksack. Sag mal, kann man eigentlich das Fahrzeug in die Luft jagen irgendwie? Ich glaube, der Sarazar will es jetzt umfahren, oder? Nee, ich wollte einfach nur mal draufzimmern. Guck mal, Achtung, da ist wieder einer von den Rammern. Mach den mal weg. Oh, Rammstein. Scheiße, ich krieg den nicht. Irgendwas, irgendein Schild hält mich davon ab. Yeah. Super. Boah, die halten ja gar nichts aus. Nee, im Auto nicht. Voll komisch. Apropos aushalten, ich brauche dringend einen Energy-Drink oder sowas. Ich habe hier so ein bisschen gerade viel Zombies am Start. Da mache ich mit. Komm immer näher, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ja, doch, ich bin nämlich gleich dabei. Tot. Ach, das war wieder ein Stinker. Warte mal, bleib mal stehen, Walle. Das Problem ist wirklich, warte, ich muss mal ganz kurz meine Waffen einsammeln, sonst verliere ich die wieder. Das Problem ist, wenn ich nämlich die ganzen Waffen verliere, kann ich die ja nicht mehr mitnehmen, wie die böse Sichel hier zum Beispiel. Das stimmt. Das ist ein bisschen doof. Deswegen muss man die immer wieder einsammeln. So, ich bring mal den Wagen in Position, wenn das recht ist. So, ich hab grad mal das Ding ausgemacht. Einer lebt doch hier noch, das hör ich doch. Das ist die Polizei. Hat leichte Atemprobleme, wa? So, ihr seid alle drin, oder was? Ja. Ich bin drin. Ja, irgendwer atmet hier, ist ziemlich rustikal, ne? Das bist du wahrscheinlich. Oh, schnell Blatt machen. Genau. Die sind voll lächerlich. Ja, beim Auto sind die sehr easy, ja. Verstehe ich nicht. Warum kannst du so einen Standard-Zombie fünfmal überfahren, bis der den Geist abgibt und den hier einfach das einmal... Das verstehe ich auch nicht. Aua. Ich krieg ja sau viel ab hier auf der Ladefläche. Ja, die greifen uns auch übelst an. Oh, oh. Alter, da musst du einmal richtig schön rein. Komm, Vollgas. Ja, schön. So, ich hoffe, dass man da auch vorbeikommt. Was ist das denn für einer mit dem Helm? Ja, da hier gibt's auch welche mit Helm. Da funktionieren unsere Kopftreter-Perks nicht so gut. Oh, ich glaube, wir steigen raus. Nee, ich bin schon. Ah, komm mal wieder rein hier. Wir sind schon. Obwohl, hier ist der nächste. Hier ist der nächste dran. Genau. Ja. Wenn du mal aus dem Weg gehst, dann mache ich die weg. Okay. Dann machen sie mal platt. Oh, Scheiße. Oh, viele. Alter. Oh, oh. Alter, ich werde hier umgebracht. Ich bin tot. Bin ich der Einzige, der noch lebt? Nee, ich lebe auch noch, aber mir geht's hier hinten auch nicht mehr so gut. Damn it, look out! Wenn ihr mich wiederbelebt, verliere ich nicht das ganze Geld, ne? Das wäre zum Beispiel eben auch sehr ratsam gewesen. Ja, ja. Weil dann, ne, dann verliere ich nicht so viel Geld, das ist voll gut. Nichts, ja, ja, hier, das ist total prickelnd und das hilft und ist ratsam und so, weil ich habe ja nicht so viel Geld, nur 14.000. Was laberst du denn da die ganze Zeit? Die ganze Zeit damit jammern und hat 14.000 Euro in der Jackentasche. Ja, deswegen wusste ich gar nicht, ich dachte, das wäre voll viel, was ich verloren habe. Das passt sich ja immer an deinen aktuellen, an den Kontostand passt sich das ein bisschen an. Genau. So. Ich glaube, wir sind fertig, ne? Sprich mit Mutter Helen. Oh, warte, ich hole mal ganz kurz einen Energy-Drink hier. Dann verliert man wahrscheinlich so 10%, ne? Des Ganzen. Irgendwie sowas wird das sein, ja. Und ich glaube, wir sind noch nicht fertig, oder? Doch, oder wir müssen mit Mutter Helen sprechen. Ach so, die na ist gut. Oben im Kloster, die Nonne. Na gut. Die gute Helen. Jetzt haben wir das Wasser wieder hergestellt. Helen Mirren. Ja, die kenne ich auch noch. War doch eine Schauspielerin, recht alte mittlerweile. Genau, die ist immer noch Schauspielerin und zwar eine verdammt gute. Das stimmt, Queen Elizabeth hast du gespielt, ne? Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, dann reden wir mal mit Helen. Wo sind die Helen hin? Drin bestimmt. Wo ist denn die Helen Hand? Die ist jetzt, glaube ich, genau in ihrem Büro wieder. Ach, da. Into temptation, but deliver us from evil. God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here. You will have to search in the wealthy part of town. Unfortunately, there's no good way to get there.
The wealthy didn't want the poor taking what was theirs. So they destroyed all the bridges, cutting themselves off from the rest of the city. I don't know whether you wish to save the world or bring it down. But until time ends, we can still save the innocent. One of our flock, Joseph, knows the way. He will help you. Puh, Fleischköder. Kriegen wir da noch ein? Das ist eine tolle Belohnung. Fleischköder. Oh, warte mal. Ah, okay. Der will uns nochmal wieder zurückhaben. Jede Minute zählt. Jede Minute zählt. Der Cinemoy, sollen wir dem nochmal helfen? Im Sack. Ach, jetzt habe ich den Riesensnake gegessen, obwohl ich den gar nicht hatte. Ich gebe den Bruno mal spendiert. Den Bruno, mit dem können wir reden. Wo ist denn der? We need to bolster the church against any attacks from those undead demons. For that, we need some special tools. Will you help us find them? Natürlich machen wir das. Festung Gottes. Hole die Werkzeuge aus Antonios Werkstatt. Bringe die Werkzeuge zu Bruno. Schwierigkeitsgrad, Mittel, Belohnung, 500, nehmen wir an. Oh, excellent. The tools I have in mind are in Antonios Workshop at the pump station. Da waren wir ja nicht zufällig auch eben erst, beziehungsweise vor ein wenigen Folgen. Ja, das ist so ein bisschen doof, dass man manchmal die Wege 3 oder 4 Mal macht, wenn man die Nebenquests auch mit einschließt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Also du musst jetzt vor allen Dingen aufpassen, Sarazar, dass du nicht mit diesem Joseph redest, weil sonst sind wir wieder in der Hauptquest, hängen wir drin und können keine Nebenquests mehr machen. Ah, okay. Dann werde ich das nicht tun. So, ja. Lalala. Mugambe, für den müssen wir auch noch was machen, ne? Was mich wundert, ist, dass die Waffen so schlecht sind. Hier ist der Ryan noch mit dem Quatschen. Und hier gibt's doch Cash bei der Alten, oder? Ich habe da gerade Cash gekriegt bei der Alten hier. Ich weiß gar nicht warum. Nee, den hatte ich glaube ich schon genommen, aber den hast du beim letzten Mal. Manchmal verpeile ich das auch mit dem Entgegen. Genau. Okay, Hugo, mit dem rede ich auch nochmal gerade. I'm Hugo. Mother Helen told me that you can be trusted. Our brother Grant needs someone to help him with the town's public address system. We must tell those who are still alive that they can seek sanctuary here. Would you go to Grant and help? Can I have a word? Natürlich machen wir das. Nachricht an die Massen. Bringe die Aufzeichnung zu Garrett Grant. Schwierigkeitsgrad Mittel und wir garantieren natürlich für 1500 Erfahrungspunkte. Yes, das ist ja grandios. Head to the radio tower and give Grant this recorder. This is what he is to broadcast. I'll contact him on the walkie-talkie and let him know that help is on the way. Mach das mal, Hugo. Hier ist noch der Ryan, mit dem hast du auch noch nicht gesprochen. We need someone to scrounge some batteries for the flashlights. At night, we turn off the lights so as not to attract undue attention. Would you be willing to help us out with that? Klar, habe ich doch am Start. Göttliches Licht, besorge Batterien für Ryan. Schwierigkeitsgrad einfach, Belohnung 300 Cash. Das ist wahrscheinlich so ein Quest, das man immer wiederholen kann, ne? Yeah. Ja, stimmt. Nehme ich an. I was hoping you would say that. So wie die Nahrungsmittelkonserve. Look in the shops, cars, homes, they can be anywhere. If you find anything, bring it back. Kein Problem, ja. These will do just fine. You find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. Just ask for Ryan. Hurry up, before it gets dark. Ja, komm, hier noch mehr. Ja, die. Ach nee, kann ich dem gar nicht. Ja, wir können die auch ganz gut gebrauchen, eigentlich, diese Dinger, ne? Hier, guck mal. Ja, die Batterien hier, sind gut, ne? Hier können wir jetzt nochmal. Könnten wir auch zum Cinemoy zurückreisen, relativ schnell und dem Mädchen helfen. Können wir auch machen. Die Mädchen, ich frage mich, ob sich das in dieser Folge noch lohnt. Weil jetzt sind wir hier gerade ja an einem sicheren Ort, wo wir auch gut mal eine Sessionpause einlegen können. Ja, können wir auch machen, klar. Hast du recht, dann machen wir kurz eine Aufnahmepause und dann können wir auch nochmal ganz kurz was snacken oder so. Also, real life. Genau, weil ich habe auch mittlerweile Hunger. Real life snacken. Snacky snacko. Schnacke die Schniggelschnaggel, weißt du? Oder auch Schniggel die Schnuggel. Okay, jetzt reicht's aber. Komm, Gronkh, halt doch mal gerade noch eine Rede. In nomine Patris, Amen. Gerade in diesen dunklen Zeiten, meine lieben Schäfchen, müssen wir zusammenhalten, um im Namen des Herrn gegen das aufbegehrende Übel zu bestehen. Denn dies, meine lieben Schäfchen, ist eine Prüfung. Was machst du denn da? Schnauze! Eine Prüfung.
So. Der hat wieder was im Mund. Ich, Kaugummi. Black Mamba. Juhu. Ich muss mich ja noch für den Kill in dieser Folge bei euch rächen, ne? Du hast uns doch gekillt. Du hast mich doch auch gekillt. Was willst du denn? Was würde ich denn nicht tun? Du Mörder. Das war ja sogar ein sinnvoller Tod. Da sind mir wenigstens Zombies bei draufgegangen. Wo bist du? Was? Ich hab hier eine tolle Waffe. Ja, pass mal auf, ich hab auch eine tolle Waffe. Hey, die hab ich dir doch geschenkt. Tanz, du Hurensohn. Wow, au. Schön, wie wir unsere Munition verschwenden. Das stimmt. So, liebe Freunde, ja, auf jeden Fall war wieder eine lustige Session, die wir hier heute hatten. Und wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Bis morgen. Tschö, Rio.